Herzlich willkommen in der John Dewey Abendschule. Wir präsentieren Ihnen heute super stolz unsere erste inhaltliche Folge der Abendschule und diese Folge trägt den Titel Was politische Bildung ist oder sein könnte. Wie Sie vielleicht bereits in unserer Auftaktfolge gehört haben, haben wir die Abendschule in Kollektionen gegliedert. Mit der heutigen Folge befinden wir uns in der sogenannten Starter-Kollektion. Das ist eine Kollektion, die den Einstieg in die Abendschule und damit in das Thema politische Bildung ermöglichen soll. Die Kollektion ist sehr grundlegend. Gleichwohl ist die Abendschule so gebaut, dass Sie sich natürlich je nach Interesse und Fragestellung immer selbst überlegen können, was Sie hören möchten oder auch gerade brauchen. Die einzelnen Ausgaben bauen in diesem Sinn nicht systematisch aufeinander auf. Und die heutige Folge ist deshalb auch nicht als Grundlage oder Voraussetzung für andere Folgen zu verstehen. Es ist aber nicht zu leugnen, dass es sich bei dieser Folge um etwas sehr Grundlegendes und so etwas wie eine erste Annäherung an unseren Gegenstand handelt. So, jetzt habe ich schon viel gesprochen, aber mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Anja Besand. Ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Gleichzeitig bin ich Professorin für die Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden und bilde dort seit vielen Jahren zukünftige Lehrerinnen und Lehrer für das Fach Gemeinschaftskunde aus. Die Abendschule richtet sich nicht in erster Linie an Lehrerinnen und Lehrer, sondern sie ist im Kern für die Aktiven im Feld der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung gemacht. Die heutige Folge ist allerdings durchaus inspiriert von unseren Erfahrungen bei der Ausbildung von Lehrkräften. Denn wenn wir mit dieser Ausbildung beginnen, dann fangen wir oft mit einer biografischen Reflexion an. Und das hat sich auch als überaus sinnvoll erwiesen. Wenn also neue Studierende zu uns kommen, dann fragen wir sie im ersten Semester zunächst einmal, an was sie sich eigentlich erinnern, wenn sie auf die eigene politische Bildung zurückblicken. Und genau dasselbe fragen wir jetzt auch Sie. An was erinnern Sie sich, wenn Sie auf die eigenen Bildungsprozesse zurückblicken und dabei besonders an politische Bildung denken? Denken Sie ruhig ein bisschen nach. Vielleicht erinnern Sie sich an den politischen Unterricht in der Schule, je nach Lebensalter vielleicht sogar an die Staatsbürgerkunde. Vielleicht erinnern Sie sich an ein besonderes Planspiel oder an einen Moment eigener Politisierung, der Ihr Interesse auf politische und soziale Fragen entfacht hat. Vielleicht spielen Ihre Eltern eine Rolle oder Sie können sich gar nicht mehr so genau erinnern. Die zentrale These dieses Beitrags ist, dass diese Erinnerungen, mögen sie noch so lange zurückliegen, ihre Tätigkeit in der politischen Bildung bis heute maßgeblich beeinflussen. Auf diese These werden wir in dieser Lecture immer wieder zurückkommen. Um sie plausibel zu machen, beginnen wir mit einer recht offensichtlichen Sache. Denn schon die Vorstellung davon, was politische Bildung überhaupt ist, wird stark von der Erfahrung geprägt, die wir selbst mit diesem Bildungsbereich gemacht haben. In diesem Sinn spielt es eine große Rolle, was Sie für politische Bildung halten und wie Sie den Bildungsbereich kennengelernt haben. Säßen wir jetzt zusammen in einem Hörsaal oder Seminarraum, würde ich Sie deshalb bitten, Ihre Erfahrungen hier kurz vorzustellen. Das wäre spannend und wir würden dabei auch sicher feststellen, dass unterschiedliche Personen ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Weil das in asynchronen Lehrangeboten aber nicht möglich ist, stelle ich Ihnen im Folgenden vor, was erfahrungsgemäß bei einem solchen Austausch sichtbar wird. Bittet man also Menschen, ihre Erinnerung an die eigene politische Bildung vorzustellen, dann wird zunächst einmal sichtbar, dass der Begriff politische Bildung für viele Menschen mit spezifischen Lernangeboten in der Schule verbunden ist. Viele verweisen in diesem Zusammenhang auf Lernangebote, die sich mit dem Begriff Institutionenkunde zusammenfassen lassen. Manch andere erinnern sich daran, dass es bei ihnen früher so etwas wie eine aktuelle Viertelstunde gegeben hat. Oder dass eine Person aus der Lerngruppe die Aufgabe hatte, wichtige Nachrichten des letzten Tages auszuwählen und vorzustellen. Wieder andere erinnern sich an singuläre Ereignisse, ein spannendes Planspiel oder eine Exkursion. Dann gibt es aber auch diejenigen, die über ihr politisches Engagement an die politische Bildung herangeführt wurden. Oder aber die, die sagen, dass sie sich schon immer für Politik interessiert haben und gar nicht verstehen, dass es nicht allen so geht. Einige verweisen in diesem Zusammenhang auch auf ihre Erfahrungen in einem sozialwissenschaftlichen Studium und wollen das dort gelernte gern weitergeben. Es ließen sich wahrscheinlich noch unzählige Muster aufzählen. Aber bitte überlegen Sie wirklich selbst, wer sind Sie? Welche Erinnerungen haben Sie an politische Bildung? Und was glauben Sie, welche Bedeutung diese Erinnerungen haben? Haben Sie beispielsweise eher gute oder eher schlechte Erinnerungen, wenn Sie an die politische Bildung in Ihrer Erziehungsbiografie denken? Auch das ist wichtig, denn es gibt sowohl die Möglichkeit, dass Sie sagen, ich fand das schon immer so spannend, ich will das weitergeben, oder auch die Möglichkeit, sich scharf abzugrenzen. Das ist insbesondere hier in Ostdeutschland wichtig, denn die Älteren unter uns erinnern sich noch an die Staatsbürgerkunde und verbinden mit politischer Bildung nicht selten die Vorstellung von einer ideologischen und einseitigen Einflussnahme. Und auch die, für die politische Bildung immer so etwas gewesen ist wie Vokabellernen oder Institutionenkunde, wollen es oft ganz anders und viel besser machen. Manche berichten auch davon, dass sie als junge Menschen immer das Gefühl hatten, nicht gehört und verstanden zu werden und wenden sich deshalb später in Bildungsangeboten, die sie verantworten, ihrer Zielgruppe ganz besonders intensiv zu. Es gibt viele Möglichkeiten, sich abzugrenzen. Dann gibt es aber auch die guten Erlebnisse oder die Aha-Erlebnisse. Nicht selten sind das Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, zum Beispiel bei Gedenkstättenbesuchen oder auch in der Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte. Aus solchen Erfahrungen kann sich eine tiefe Motivation entwickeln, Bildungsprozesse zu gestalten, die ähnliche Aha-Effekte erzeugen wollen. Für andere geht es im Rahmen politischer oder demokratischer Bildung vor allem darum, zukünftige Wählerinnen zu motivieren, damit auch diese an Wahlen teilnehmen. Oder aber, sich gegen Extremismus und Geschichtsrevisionismus zu engagieren. Je nachdem stehen also unterschiedliche Aspekte politischer Bildung im Vordergrund. Geht es eher um die Vermittlung von Wissen über Politik und Gesellschaft oder um Extremismusprävention? Geht es um die Anbahnung von Selbstwirksamkeitserfahrung oder Teilhabe und Selbstbestimmung? Vielleicht denken Sie ja auch, es geht um alles gleichzeitig, aber schauen Sie genauer hin. Je nachdem, was Sie in den Vordergrund stellen, kann politische Bildung ganz unterschiedlich aussehen. Spannend ist es in diesem Zusammenhang auch, sich mit der Frage zu beschäftigen, was Sie glauben, wie die Dinge eigentlich zusammenhängen. Wie stellen Sie sich beispielsweise den Zusammenhang zwischen Wissen und Interesse vor? Glauben Sie, dass Wissen in der politischen Bildung notwendig ist, damit sich politisches Interesse überhaupt bilden kann? Oder ist es vielleicht umgekehrt, dass Wissen nur dann nachhaltig entwickelt werden kann, wenn Interesse vorhanden ist? Je nachdem, welche Überzeugung Sie haben, werden Sie Bildungsprozesse ganz unterschiedlich gestalten. Oder was glauben Sie, ist der Zusammenhang zwischen Geschichtsbewusstsein und Extremismusprävention? Viele denken ja, wenn man nur gut genug über die deutsche Geschichte Bescheid weiß, wäre man gegen rechtes Gedankengut imprägniert. Das verkennt allerdings, dass die Akteure der neuen Rechten sich ganz intensiv mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen. Und auch das Verhältnis von Wissen und Interesse ist bei weitem komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht. Nichtsdestotrotz prägen uns diese Grundvorstellungen. Wenn Sie selbst ein Mensch sind, der bei einem Gedenkstättenbesuch weint, dann erwarten Sie, dass andere an einem solchen Ort ähnliche Erfahrungen machen. Das ist aber keineswegs sicher. Ein Blick in den Diskurs zu Strategien der Gedenkstättenpädagogik kann in diesem Sinn zu starken Enttäuschungen führen. Wir sind, Sie sehen es ganz nah an unserer zentralen These, die lautet, bei der Gestaltung von politischen Lernprozessen spielen die bildungsbiografischen Erfahrungen der Verantwortlichen eine ganz zentrale Rolle. Den zentralen Gedanken, der in dieser These steckt, verdanken wir Andreas Kruschka. Andreas Kruschka ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Frankfurt am Main und hat bereits 2002 ein tatsächlich sehr gelbes Buch vorgelegt. Das heißt Didaktik, das Kreuz mit der Vermittlung. Und darin verweist er auf eine spannende Studie. In dieser Studie wurden Erzieherinnen einen ganzen Tag bei ihrer Tätigkeit begleitet. All ihre pädagogischen Entscheidungen wurden protokolliert und nach dem Ende ihrer Tätigkeit, also am frühen Abend, mit ihnen besprochen. Schritt für Schritt wurden sie noch einmal durch den Tag geführt und gefragt, warum hast du in dieser Situation so entschieden und warum hier in dieser Weise? Sie hatten die Möglichkeit, sich das zu überlegen und sich zu begründen. Interessant an diesen Begründungen war, dass die Erzieherinnen, es waren tatsächlich nur Frauen, bei der Begründung ihrer Entscheidung fast ausnahmslos auf ihre eigene Erziehungserfahrung verwiesen haben. Sie haben also gesagt, ich mochte das als Kind auch nicht und deshalb habe ich das so gemacht. Oder meine Mutter hat uns immer... Ich habe das gehasst und deshalb habe ich das ganz bewusst anders gemacht. Das ist bemerkenswert, denn an keiner Stelle tauchte eine Begründung nach dem Muster auf, das habe ich so in meiner Ausbildung gelernt. Kruschka geht dieser Spur dann auch im Kontext der Ausbildung von Lehrerinnen nach und kann zeigen, auch hier spielt die Erfahrung der eigenen Erziehungsbiografie eine größere Rolle als die pädagogischen Hinweise, die im Rahmen einer Ausbildung aufgenommen wurden. Aber was heißt das jetzt für die außerschulische politische Jugend und Erwachsenenbildung? Im Feld der außerschulischen politischen Jugend und Erwachsenenbildung arbeiten sehr viele unterschiedliche Menschen. Von ihrer Qualifikation her betrachtet blicken viele auf ein sozialwissenschaftliches Studium zurück. Einige Menschen in diesem Feld sind ausgebildete SozialpädagogInnen, andere bringen eine kulturwissenschaftliche Perspektive mit ein. Die wenigsten verfügen aber über eine pädagogische Grundausbildung. Wenn Kruschka recht hat und die pädagogischen Theorien und Konzepte, die in einer Ausbildung sichtbar werden, sowieso kaum verfangen, muss der Mangel an pädagogischer Qualifikation ja auch nicht unbedingt ein Mangel sein. Sicher ist auf jeden Fall, dass das, was Groschka sagt, nämlich dass die Erfahrungen der eigenen Erziehungsbiografie für die Gestaltung von Lernprozessen entscheidender Bedeutung zukommt, in diesem Feld wahrscheinlich überaus bedeutungsvoll ist. Nicht nur, aber auch und gerade hier orientieren sich Lehrende an eigenen Vorerfahrungen. Und wenn wir das als gegeben anerkennen, dann bedeutet es doch wohl zumindest, dass es sich lohnt, über diese Erfahrungen nachzudenken, um reflektiert mit ihnen umgehen zu können. Genau darum geht es in diesem Stück. Und deshalb wollen wir das im Folgenden auch noch ein bisschen weiter treiben. Denn nicht nur unsere Vorstellungen davon, was politische Bildung ist, prägen unsere Entscheidungen, wenn wir selbst politische Bildung planen oder machen. Noch viel grundlegender werden Bildungsprozesse durch die Vorstellung und Überzeugung bestimmt, die Lehrende zu der Frage entwickelt haben, unter welchen Bedingungen Bildung überhaupt gelingen kann. Auch dazu finden sich bei Gruschka schöne Fallbeschreibungen. In dem bereits angesprochenen Buch, und zwar genau auf der Seite 24 bis 29, können Sie sich sechs anschauliche Lerntypenbeschreibungen anschauen, zu denen hier nur zwei exemplarisch gegenübergestellt werden sollen. Dazu lese ich Ihnen am besten einige Passagen aus Kruschkas Text vor. Erwähnt werden muss dabei vielleicht, dass Kruschka zu einer etwas gestellsten Sprache tendiert, aber das soll uns hier nicht abschrecken. Der Lerntyp A wird von Kruschka unter der Überschrift präsentiert Ich trage frei vor, was mich interessiert. A ist ein Lerntyp, der durch sein engagiertes und selbstbewusstes Auftreten im Seminar auffällt. Er schätzt die Lebendigkeit und Spontanität der Auseinandersetzung über Themen. Seine subjektiven Zugänge zur Sache und die entsprechenden Sichtweisen werden von A offensiv und weitgehend wie selbstverständlich als legitime Äußerungen eingebracht. A ist frei von Zweifeln, dass was als die eigene Zuwendung und Deutung des Stoffes, der eigene Modus, sich den Gegenstand relevant zu machen, einem akademischen Anspruch entsprechen könnte. A reagiert zum Teil aversiv auf das steife akademische Rituale, so wenn Dozenten selbst genügsam Begriffsarbeit betreiben, auf die Bi Bibliotheken hinweisen, die man zur Kenntnis genommen haben müsste, und wenn Studierende Eindruck schinden wollen bei Dozenten, indem sie ausgefeilte, mit viel Wortgeklingel und Zitationen ausgeschmückte Referate halten. A dagegen ist in der Lage, während einer Stunde völlig frei sein Thema im Seminar zu referieren. A liest und recherchiert für das Thema und zeichnet auf, was ihm dabei sinnfällig, interessant oder besonders wichtig zu sein scheint. Er lässt sich immer von eigenen Orientierungen und Wertmaßstäben leiten. Richtig kann demnach sein, was ihm auffällt oder gefällt. Der Aufbau eines Referats spiegelt diese subjektive Verarbeitung der Sache wider. Das bedeutet nicht, dass A durchgängig den Gegenstand, wie er sich wissenschaftlich objektiviert, nicht treffen würde, aber eine gezielte Abarbeitung an einer solchen Sachadäquanz ist für das Verhalten von A nicht bestimmend. Beeindruckend ist vor allem die Fähigkeit, frei und weitgehend sicher die Resultate der eigenen Vorbereitung zu präsentieren. Strittiges kann dann noch gut diskutiert werden. Der Lehrende behält die Aufgabe, notwendige Korrekturen oder Ergänzungen einzubringen. Die Erfahrungen mit Unterricht sind in doppelter Weise für ihn prägend geworden. Einerseits ermöglichen sie einen relativ schnellen Zugang zum Thema sowie seine Art der Darstellung der Resultate. Andererseits resultiert aus der Spontanität des Lernens und der Selbstdarstellung zuweilen ein geringes Maß an gedanklicher Verbindlichkeit und sprachlicher Klarheit. Häufig reduziert sich der Modus der Assimilation auf die fachliche Unterfütterung eines bereits in die Auseinandersetzung eingebrachten Meinung. Als unproblematisch erscheint es ihm, wenn der Gegenstand nur ungefähr getroffen wird. Seine weitere Durchdringung wird abhängig gemacht vom sozialen Prozess im Seminar und den Erwartungen des Lehrenden, wobei es kein Beibruch ist, wenn dieser nach seiner Präsentation ausfällt. Sobald A ein ihn orientierendes Bild von der Sache gewonnen hat, ist seine Bildungsaspiration befriedigt. Die didaktische Theorie ist am Ende die für ihn gültige, die seiner normativen Orientierung über das Lernen am nächsten kommt. Lernende sollen zur Mitarbeit motiviert werden. Dafür ist ein Klima zu schaffen, in dem jeder ohne Angst Fehler zu machen sich mit seinen Interessen und Möglichkeiten einbringen kann. Ein Lehrer oder Bildungsverantwortlicher, der jeden Fehler sofort korrigiert, würde das Engagement der Lernenden abwürgen. Die Lebendigkeit des Bildungsprozesses ist demnach ungleich wichtiger als strenge Ausrichtung auf ein gewünschtes Lernergebnis. Soweit Kruschkas Beschreibung des Lerntyps A. Sichtbar wird hier, dass Kruschka Lernende beschreibt, die er unmittelbar vor Augen hat. Wir befinden uns also in einem universitären Kontext und richten den Blick auf Studierende. Angebote der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung funktionieren natürlich anders. Nichtsdestotrotz lassen sich auch hier diese offenen, selbstbewussten TeilnehmerInnen finden. Wen Gruschka da konkret beschreibt, ist deshalb gar nicht so wichtig. Entscheidend scheint mir viel eher zu sein, dass am Ende der Passage die Perspektive umgedreht wird. Kruschka sagt, weil A gerne so lernt, wie er es beschrieben hat, ist er sich auch sehr sicher, dass andere so lernen. A verfügt also über eine sehr stabile didaktische Theorie, die auch durch Theorieangebote im Ausbildungskontext nur schwer relativiert werden können. Ich lese deshalb noch einmal kurz die letzte Passage. Die didaktische Theorie von A könnte man ergänzen, ist am Ende die für ihn gültige, die seiner normativen Orientierung über das Lernen am nächsten kommt. Lernende sollen zur Mitarbeit motiviert werden. Dafür ist ein Klima zu schaffen, in dem jeder, ohne Angst Fehler zu machen, sich mit seinen Interessen und Möglichkeiten einbringen kann. Ein Lehrer, der jeden Fehler sofort korrigiert, würde das Engagement der Schüler abwürgen. Die Lebendigkeit von Unterricht, ist demnach ungleich wichtiger als eine strenge Ausrichtung auf ein gewünschtes Lernergebnis. So, jetzt schauen wir uns demgegenüber bei Gruschka den Typ C an. Gruschka überschreibt die Typbeschreibung diesmal mit der Überschrift, ich bemühe mich, die Aufgaben zu erfüllen. Die Lernstrategie von C besteht darin, möglichst schnell herauszufinden, was vom Lehrenden verlangt wird. Das setzt voraus, zu verstehen, welches das Verhalten bzw. die Leistung ist, auf die die Vermittlung abhebt. Der Maßstab erscheint dabei primär in der Sache begründet und das Verhalten als dasjenige, das für die Sache als angemessen ausgegeben wird. Sofern der Lehrer in dieser Hinsicht Klarheit schafft, hat C wenig Probleme mit dem Lernen. Und das gilt unabhängig davon, wie gut er die gestellte Aufgabe bewältigen kann. C. hat indes immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass er Schwierigkeiten hat, herauszufinden, was der Lehrende eigentlich meint und verlangt. Er reagiert damit vor allem auf Lehrer, die keine eng geführten Aufgabenstellungen formulieren bzw. die sich nicht viel Mühe damit geben, ihre Erwartungen didaktisch auf die Lernenden abzustimmen. Besonders schwer wird es für C., wenn die Lehrer sich aus didaktischen Gründen weigern, eine unten seine Unterrichtsgegenstände mit gegliederten Bearbeitungsaufgaben zu versehen. C sucht förmlich nach solchen Anweisungen und sieht es als Hilfe an, wenn der Lehrer ihm Modelle für die Problemlösung, Definitionen, Schematas und ähnliches vorstellt. Vorschriften werden als operationable Größe für die eigene Arbeit begrüßt. Dadurch wird es C möglich, das eigene Lernen hinsichtlich des Erfolgs zu kontrollieren. Zugleich bedeutet dies, dass er sich an der Autorität des Lehrers und der durch ihn vertretenen Sache orientiert. Im Nachvollzug des als geltend wahrgenommenen entsteht Sicherheit im Lernen und die Erwartung einer Verfügbarkeit über die Inhalte. C lässt sich von der geäußerten Lehrmeinung leiten. Diese gilt für ihn als verbürgte Auskunft in der Sache. Insofern macht es ihm Probleme, wenn er durch gegenteilige Auffassungen in eine kognitive Dissonanz gerät. Die eigene Meinung zur Sache stellt er gegebenenfalls gegenüber der Autorität des Lehrers zurück. Es ist ihm wichtig zu wissen, wie man konkurrierende Lesarten zu einem Problem aus der Perspektive der als geltend wahrgenommenen bewerten kann. Das angepasste Verhalten legitimiert C. vor sich dadurch, dass für ihn Kritik erst dann möglich ist, wenn er einen eigenen festen Standpunkt gewonnen hat. Vor allem erwartet C aber kodifiziertes Wissen. Dieses ist so anzueignen, dass der Lehrer es als Gewusstes bestätigen kann. Mit seiner Orientierung an positivem Wissen und methodisch vorgegebener Aufgabenerfüllung sieht sich C als ein erfolgreicher Lerner. Im Seminar wird er von anderen als jemand erfahren, der im Gegensatz zu ihnen augenscheinlich relativ schnell und genau herauszufinden vermag, was Sache ist. Die Mitschriften von C werden gern von anderen Studierenden eingesetzt. Im Zweifelsfall konsultiert er den Lehrer. Und am Ende der Passage gibt es auch bei C dann die eigene subjektive didaktische Theorie. Und die kommt jetzt und lautet... Die didaktische Orientierung von C besteht im gut gegliederten Lektionsunterricht. Die Schüler sollen mit Hilfe von Arbeitsblättern deutliche Lenkung erfahren. Damit kann verhindert werden, dass der Unterricht zerfranst oder zerredet wird und viele Schüler Schwierigkeiten bekommen, dem Stoff zu folgen. Solide Kenntnisse und ordentliche Arbeitsformen würden den Schüler wie ihm selbst das Lernen erleichtern. Soweit Gruschka. Frischka entwickelt, wie gesagt, noch vier weitere Typenbeschreibungen, die Sie zu Hause sich auch wirklich gerne noch näher ansehen können. Wir stellen den Text für Sie über die Internetseite bereit. Vielleicht haben Sie sich in der ein oder in der anderen Beschreibung ja erkannt, vielleicht auch nicht. Sichtbar sollte auf jeden Fall geworden sein, dass die beiden als Idealtypen hier ja auch zugespitzt dargestellten Typen ganz unterschiedliche Präferenzen haben. Bedingungen, unter denen der eine gut lernt, sind für den anderen belastend oder zumindest ungünstig. Trotzdem kommen beide über ihre eigene Lernerfahrung kaum hinweg. Wenn sie nach ihrem Studium Bildungssituationen gestalten werden, wird der eine versuchen, klare Strukturen zu entwickeln, um Sicherheit zu schaffen, während der andere, oder auch die andere. Kruschka hat den Text zu einer Zeit geschrieben, als das generische Maskulin in Texten noch gang und gebe war. Also während die andere sich um Flexibilität in der Gestaltung von Lernprozessen bemühen wird. Wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass A in seiner zukünftigen Berufspraxis ähm, aber auch auf Lernende stoßen wird, die so sind wie B. Und B wird Bildungsprozesse gestalten für junge A's. Das wird nicht immer reibungslos verlaufen. Und deshalb frage ich Sie an dieser Stelle noch einmal, wer sind eigentlich Sie? Unter welchen Bedingungen macht Ihnen Lernen am meisten Spaß? Brauchen Sie Offenheit oder Klarheit? Hilft Ihnen Struktur oder Abenteuer? Aber wir dürfen auch nicht den Fehler machen, in der polaren Beschreibung von A und B hängen zu bleiben. Letztlich lernt jeder Mensch auf seine Weise. Die einen brauchen ihren Hund auf ihrer Seite. Die anderen lernen am besten, wenn sie in Ruhe Dinge beobachten können. Andere erschließen sich Zusammenhänge beim Schreiben oder konzentrierten Zuhören. Es gibt Menschen, die lernen am besten unter Druck, wenn zum Beispiel im Studium die Klausur näher rückt. Und andere können unter Druck überhaupt nicht lernen. Es gibt Lernende, die Zusammenhänge handelnd begreifen und wieder andere, die am meisten lernen, wenn sie anderen etwas beibringen sollen. Manche lernen durch Nachahmung und wieder andere im Gespräch. Auch hier ließe sich die Liste ewig fortsetzen. Ich zähle das nur auf, um Sie anzuregen, nach eigenen Präferenzen zu forschen und zu überlegen, an welcher Stelle Sie Ihre eigenen ganz subjektiven Strategien verallgemeinern. Denn eins ist klar, wenn Sie Bildungsprozesse planen und durchführen, sind Sie nicht nur mit Menschen konfrontiert, die so ähnlich ticken wie Sie. Und es reicht auch nicht aus, wenn Sie nur die erreichen, die Ihnen ähnlich sind. Ihre professionelle Aufgabe besteht darin, Bildungsprozesse zu gestalten, die sich an unterschiedliche Menschen wenden und für diese möglichst gewinnbringend sind. Damit haben wir in diesem ersten Stück den Horizont erreicht, zu dem wir aufgebrochen sind. Deutlich geworden sein sollte, dass die Erfahrungen und Vorstellungen, die wir im Laufe unseres Lebens zu Politik, politischer Bildung und Bildung ganz allgemein erworben haben, unsere Entscheidung bei der Gestaltung von Lernprozessen immer mitbestimmen. Wir alle wollen gute Bildungsprozesse entwickeln und ermöglichen, und gute Bildungsprozesse sind für uns Prozesse, unter denen wir selbst gut gelernt hätten. Leider oder aber zum Glück sind die Menschen, für die wir arbeiten, sehr unterschiedlich. Deshalb lohnt es sich, über unsere subjektiven Vorannahmen im Hinblick auf das Gelingen von Bildung gründlich nachzudenken. Die Abendschule will dazu einen Beitrag leisten. Die Abendschule macht Angebote sowohl von wissenschaftlichen und damit überindividuellen Perspektiven auf politischer Bildung zu profitieren und sie macht Erfahrungen von anderen Bildungsverantwortlichen sichtbar. Das alles soll sie unterstützen, ihre professionelle Perspektive auf politische Bildung weiter auszubauen. Wir werden damit die Fragen, die sich in diesem ersten Stück entwickelt haben, nicht alle heute schon beantworten können. Aber wir bauen darauf, dass es uns gelingt, nach und nach Puzzleteile, die zur Beantwortung geeignet sind, bereitstellen zu können. Wir werden dieses Stück aber heute nicht beenden, ohne zumindest die erste Frage, was politische Bildung ist oder sein könnte, noch einmal kurz aus unserer Perspektive zu beantworten. Das Grundverständnis der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie gründet sich auf einen weiten Demokratiebegriff. Und diesen Demokratiebegriff haben wir von unserem Namensgrieber, also John Dewey, übernommen. Wir sind also von der zentralen Überzeugung getragen, dass Demokratie nicht funktioniert, wenn sie lediglich als Staats- und Regierungsform und nicht als Lebensform verstanden wird und dass Bildungsprozesse in diesem Zusammenhang auch eine starke Bedeutung haben. Mit Dewey gehen wir in der Forschungsstelle davon aus, dass Demokratie aktiv erfahren werden muss, um die Lebenswelten aller Subjekte zu erreichen. Diese tätige Erfahrung, wie Dewey das nennt, muss so durchgängig und intensiv wie möglich in Familie, in Schule und in allen Bildungsprozessen gemacht werden können. Anstelle der eingeführten Fachbezeichnung Didaktik der politischen Bildung hat die John Dewey Forschungsstelle die Bezeichnung Didaktik der Demokratie gesetzt. Während politische Bildung in akademischen Debatten nämlich häufig schulbezogen diskutiert und gedacht wird, soll damit der Wirkungsraum didaktischer Überlegungen sichtbar erweitert werden. Die Arbeit der Forschungsstelle soll stark auf die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung in Sachsen gerichtet sein. Gleichzeitig soll mit dieser begrifflichen Akzentuierung allerdings nicht angedeutet werden, dass politische Bildung nicht ebenfalls als Arbeit an der Demokratie verstanden werden soll, und sich eine scharfe begriffliche Differenz zwischen einerseits politischer und andererseits demokratischer Bildung ergeben könnte. Politische Bildung findet, wie bereits Dewey betont hat, im Alltag der Menschen statt und darf nicht auf intendierte Vermittlungsprozesse von Politik reduziert werden. Das Politische wiederum wird in konkreten Lebenssituationen an spezifischen Problemen und in realen Konflikten erfahren. Politische Bildung ist deshalb immer Selbstbildung. Und die politischen Selbstbildungen, müsste man sagen, der Menschen können und müssen aus diesem Grund auch als Prozesse der Politisierung und der Subjektivierung von Menschen gelesen werden, in denen Interessen, Werte, Anerkennung und Ressourcen gesellschaftlich verhandelt werden. Politische und damit demokratische Bildung als politisches Selbst- und Weltverstehen findet in Form von Positionierungen innerhalb dieser gesellschaftlichen ha Aushandlungsprozesse statt. Politik ist dabei kein rein rationaler Akt, sondern ist verbunden mit emotionalen Komponenten. Empathie, Engagement und Begeisterung, aber auch Veränderung, Wut und Enttäuschung sind Bestandteile des Politischen und werden auch sinnlich und körperlich verarbeitet. Deshalb kann politische Bildung auch nicht ausschließlich auf die kognitive politische Analyse und Urteilsfähigkeit abzielen. Sie muss in die Milieus eingebettet sein, in denen Politik erlebt und erfahren, Konflikte ausgehandelt und Krisen durchgestanden werden. Diesem Selbstverständnis trägt die Arbeit der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie Rechnung als politische Bildungsangebote werden in diesem Sinn bei uns auch nicht nur Angebote zur Vermittlung politischen Wissens verstanden, sondern vor allem jene pädagogischen und didaktischen Prozesse, die darauf gerichtet sind, Menschen bei der Entwicklung selbstbestimmter politischer Urteils- und Handlungsfähigkeit auf der Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu unterstützen. Wesentliche Ziele politischer Bildung sind die Förderung der Motivation zur Mitgestaltung politischen Lebens, die Förderung der Fähigkeit zur politischen Selbstpositionierung, politischer Urteilsfähigkeit, Ambiguitätstoleranz und Geschichtsbewusstsein und die Aneignung von Werkzeugen zur Partizipation, Teilhabe und Deliberation unterschiedlicher Meinungen. Politische Bildung ist eine von Subjekten und damit von den AdressatInnen getragener Prozess- der Bildung von Mündigkeit, der sich an demokratischen Grundwerten wie Menschenwürde, Gerechtigkeit, Gleichheit, Frieden, Solidarität, Emanzipation und Freiheit orientiert. Politische Bildung fördert die Kraft, die politische Wirklichkeit im Hinblick auf die Durchsetzung demokratischer Prinzipien kritisch und reflektiert zu beurteilen. Sie entwickelt die Fähigkeit zur politischen Partizipation und und zur Gestaltung von Demokratisierungsprozessen. Im Unterschied zu anderen, vor allem historisch bekannten Formen politischer Erziehung, wie zum Beispiel der Staatsbürgerkunde, ist politische Bildung damit weder affirmativ noch neutral. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Die Judith wird finanziert durch Mittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Auch dafür haben wir natürlich zu danken. Selbstverständlich ist dieser Text nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern bezieht sich auf Arbeiten, die ihm auch vorausgehen, die wir hier nochmal in der Literaturliste angegeben haben.